Und willkommen zurück bei Let's Play The Elder Scrolls Oblivion. Ja, wir sind in der gefluteten Mine angekommen und wir sollen eine gesuchte agonische Psychopathin namens Charlize töten. Charlize? Ja, Charlize. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was hier los ist. Kann ich schon irgendwas mitnehmen? Nö. Huch, wir können schon mal in die Höhle spähen. Nee, komm, wir lassen das. Das ist bescheuert. So, rechts oder links? Ich sag erstmal links. Ach du Scheiße. Ach du heilige Scheiße. So, aber wir haben ja mehr Luft zur Verfügung als in Fallout. Ich bin da immer so ein bisschen verwirrt, was das... Wo bin ich? Lass mich hoch! Ist sie das schon? Ich glaube ja, sie ist ins Wasser gefallen. Ja, das ist sie. Na komm! Oh, das war's schon. Oh, das Schwert will ich haben. Charlize ist tot. Ich muss meine Belohnung und den nächsten Auftrag am Übergabepunkt abholen, der sich im Sarg direkt vor den Ruinen von Festung Redman befindet. Das war jetzt gar nicht so schwer. Langschwert der Stürme. 3700 wert, das ist ja echt. Da brauche ich bald gar keine Belohnung mehr hier. So, was haben wir da eben noch? Kurzschwert des Zerfalls war das, ne? Waffen auflösen. Das hat 25 Schaden, unseres hat 27, okay. Gut. Das Übliche. Das können wir reparieren. Den ganzen Blödsinn hier auch. So, dann gucken wir uns hier aber trotzdem noch ein bisschen um. Erstmal hier. Ach, wir haben keine Dietriche mehr. Ach, scheiß doch die Wand an. Ach, verdammt. Oh, ist das ärgerlich. Oh, Kacke. Und wir haben auch sonst nichts, ne? Wir haben auch keine Zauber, ne? Ich glaube nicht. Öffnen, leichtes Schloss, ja, toll. Toll, toll, toll. Ich kann es damit mal versuchen, aber... Achso, ja, bringt uns ja nichts. Ist ja ein schweres Schloss. Okay, können wir uns sparen. Dann machen wir hier wieder diesen. So ein Mist. Ach Mann. Das ist echt Kacke. Na gut. Was soll's. Haben wir keine andere Wahl, wir müssen wieder raus. So, und vermutlich... Oh. Hier gibt's aber nichts, ne? Eine rampolierte Kiste. Schön. Eine rampolierte Kiste mit 100 Dietrichen. Das wäre schön. Und man sieht hier unten auch so gut wie nichts. Die hatten wir leer geräumt. Warte mal, dann, huch. Dann geht's doch hier irgendwo raus. Oder nicht? Hier. Tageslicht! Nee, hier geht's raus. Wundervoll, das Herzland! Da machen wir dann gleich einen Quicksave. Er braucht hier wieder so ein bisschen. Da wir ja noch nicht draußen waren. In dieser Folge. Und die Aufhängerei scheint wirklich rübergewandert zu sein nach Fallout.
So, draußen ist wieder Terror angesagt. Festung Redmann. Da können wir eigentlich hinlaufen. Da können wir eigentlich auch hinlaufen. Athletik, Waffenschmied. Ich würde Waffenschmied so gerne nach oben bringen. Dafür müssen wir uns auch noch ein bisschen schlagen lassen. Wer bist du? Sei mir gegrüßt. Ich grüße euch. Es ist das geschickte Pferd. Schönen Tag. Hildara, okay. Ciao. Lebt wohl. Jo. Hier oben waren wir ja, glaube ich, schon... Oh. Komm, greif uns an. So. Dann lassen wir uns hier nur so ein bisschen verprügeln. Warte mal, den töte ich mal. Das Viech macht mir zu viel Schaden. So, von ihm lassen wir uns jetzt ein bisschen hier bearbeiten. So. Komm schon, schlag zu! Puh. So, Blockenfertigkeit, das ist schön. So, jetzt machen wir fertig hier. Schickt. Und Schwertkampf auch noch. Sehr schön. Und jetzt... Ah, fuck. Ah, das gibt's doch nicht. 99%, leck mich doch. Das ist doch nicht wahr. Hier waren wir schon drin, ne? Anutwil? Waren wir da schon drin? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe mal gerade rein. Okay, waren wir schon. Ach, und das Wetter ist so schön. Kein Regen. Es ist hervorragend. Glühstaub. Licht und Schnelligkeit. Okay. Nienwurz? Bist du irgendwo hier wieder nachgewachsen? Huch. Schaut nicht so aus, ne? Ah. Ah. Oh, das gibt's doch nicht. Jetzt. Boah, die sind echt schnell. Uff. Komm. Na komm. So, greife mich nochmal so ein bisschen an. Hey. Kann ich nämlich gleich reparieren. So, jetzt schickt's. Hey. So, Waffe weg. Hier noch irgendwo ein Pfeil. Da ist einer. Hier ist noch einer. So. Ja, die langen Tage und Nächte am Amboss haben eure Haut gegerbt und eure Arme gestärkt. Ihr seid nun Waffenschmiede-Experte. Mit Reparaturhelmern könnt ihr Gegenstände so ausbessern, dass sie bis zu 125 ihrer normalen Lebensenergie erlangen. Waffen mit einer Lebensenergie über 100% des Normalwerts richten zusätzlichen Schaden an. Rüstung mit einer Lebensenergie über 100% des Normalwerts bieten zusätzlichen Schutz. Voll geil. Guck mal an. Voll geil. So, dann einmal hier quer durch die Bank alles repariert. Jetzt haben wir zwar kaum noch Schmiedehämmer, aber... 33! Wie geil ist das denn bitte? Sehr cool. So, jetzt müssen wir gleich... Huch! Das war jetzt der Zauber. Es ist merkwürdig. Oh. Guten Tag. Hey! Ich seh dich nicht. Hallo? Hey. Ich wärme. Was ist das bloß?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Boah. Detonator-Pfeil. Cool. Ebenholzbogen. Brauchen wir eigentlich nicht. Glaszeug, das kann man mitnehmen. Fertig. So. Ciao. Oh, Leute, es ist zum Kotzen. Es ist echt zum Kotzen. Das ist richtig zum Kotzen gerade. Alter, was ist das? Hör auf! Ich guck einfach nicht hin. Jetzt geht's. Ja. Einspringen. Komm her, du! Sollte vielleicht aufpassen, ich bin nämlich gleich tot. Na gut, aber er auch. Ist noch weit. Ja, es ist noch weit. Und ich glaube, demnächst werde ich wirklich diese angekündigte Neuinstallation hier mal machen. Aber da muss ich mir echt... Huch. Da muss ich mir echt einen ganzen Tag für Zeit nehmen, wahrscheinlich. Hey! Denn das wird ein bisschen dauern. So. Heilen. Quick Save und Q. Zack. Nochmal die Waffenschmiedfertigkeit verbessert und wir sollten vielleicht wirklich gleich mal irgendwo rasten. Berglöwe, oder? Ein Bärli. Na komm. Au. Stirb! 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 Stirb endlich! Nein, nein, nein. So. Das Ding ist schon wieder fast im Eimer. Das ist echt, das geht so schnell. Mit der blöden Rüstung. Was nu? Du schon wieder. Oh. Das war gut. Ein Schlag. Weg ist das Viech. Da unten ist so ein Krabbenvieh auf der Brücke. Das geht ja gar nicht. Wir mögen keine Krabbenviecher auf der Brücke. Hallo? Kann ich auch mal irgendwas treffen? Jetzt. Einer noch, komm. Ja. Ah, sehr schön. Das Schwirren des Bogens und das Schabgeräusch des gefiederten Pfeils sind euch vertraut. Als frischgebackener Schützengeselle könnt ihr euren Blick nun auf das Ziel richten, wenn ihr den Bogen mit einem angelegten Pfeil gespannt haltet. Aha. Das müssen wir gleich mal ausprobieren. Da ist noch einer. Noch zwei, mein Gott. Da hat aber einer echt scheiße geschossen. Ich raff nicht, was das ist. Das kam vom Zauber jetzt. Ah, aber es ist so, ne? Man
Man will das ja echt nicht neu machen, weil... weil da wartet so viel Arbeit. Und am Ende riskiert man dann auch, dass das Savegame kaputt ist oder so. Kann ja auch passieren. Dass wir dann einfach das Savegame nicht mehr laden können oder sonst was. Und dann, ja, dann haben wir ein richtiges Problem. Oh. Entschuldige. Komm, den sammeln wir wieder ein. So, gleich sind wir da. Ist hier noch irgendwo mal ein Gegner? Nö. Irgendwie nicht. So, jetzt mache ich das wieder und dann... flackert nichts. Komisches Spiel. Das habe ich mir schon damals gedacht. Oh. Als ich es zum ersten Mal gespielt habe. So, nu. Jetzt bin ich total auf das Ziel hier fixiert. Ich habe keine Ahnung, was der von mir will. So, Feuer, Feuer, Feuer. Weiter. Weiter. Gleich haben wir ihn. Einer noch. Einer noch. Jawohl. So, schickes Nadelkissen. Da gibt es 6 Pfeile zurück. Pack ich mal weg, sind wir schneller. Und wir bauen gleich das Zelt mal hier irgendwo auf. Würde ich sagen. Hier verschwinden auch die Pflanzen, ne? Also es ist... man muss sagen, es stimmt schon irgendwas nicht. Irgendetwas ist hier ganz gewaltig faul. Ich hab's einfach kaputt gemoddet, ne? Das ist das Problem. Ob ich vielleicht doch nochmal die andere Version versuche? Die mit den neuen Mods? Weil jetzt ist es ja einigermaßen stabil. Ich glaube, ich versuche das mal. Vielleicht läuft die ja auch stabil. Dann haben wir es gut. Dann haben wir es echt schön. So, ich habe gehört, hier soll die Belohnung auf uns warten. Hä? Hä? Was? Wer quatscht denn hier? Sind da Leute? Hallo? Jemand da? Da kommt er. Komm her! Drecksbandit. So. Hast du jetzt davon? Wer du dich mit uns anlegst. Ein Dietrich, juhu! Welch ein Glück! Ach so, hier in dem Sarg. Alles klar. 500 Gold, Befehlsübergabe Punkt 5. Alval Uvanis Zeitplan. Ich habe meine Belohnung abgeholt und meinen nächsten Auftrag erhalten. Ich habe meinen nächsten Auftrag am Übergabepunkt im Sarg außerhalb der Festung Redmann abgeholt. Man beorderte mich, Alval Uvani in seinem Haus in Leyavin zu töten. Uvani ist sehr versiert in der Zerstörungsschule der Magie. Ich sollte mich also entsprechend vorbereiten. Außerdem hat er spitz bekommen, dass jemand ihm nach dem Leben trachtet. Er wird also auf Ärger gefasst sein. Yay!
Gut, der kann uns wahrscheinlich eh nichts. Selbst wenn er wollte. Ah! Ne, wir sind mittlerweile ja so stark, also ich glaube, da passiert nicht mehr viel. Was wir machen können ist, wir können gleich die Schwierigkeit nochmal wieder hochstellen auf 50. Das ist eine wundervolle Idee. So. Die hatten wir ja damals in Quatsch runtergestellt. Da war es aber auch echt heftig, ne? Das war ja fast unmöglich. So, da drüben gibt's noch was. Hui! Eine abgeschlossene Kiste. Nein! Offen. Was bist du? Schmuckkiste. Ja, drüben, Kupferring, Kupferring. Den ganzen Blödsinn müssen wir auch mal verkaufen, fällt mir dazu gerade ein. Wir haben, glaube ich, so viele Ringe. Oh. Die ist aber mit Sicherheit offen. Gut. Sonst immer alles schön abgeschlossen, aber hier irgendwie nicht. So, Festung. Au. Festung Redmann. Au. Wollen wir da mal rein? Können wir ja eigentlich mal machen, ne? Dann machen wir heute ein bisschen länger. Wir bauen das Zelt kurz auf und steigen erstmal die Stufe auf. Es wäre so bescheuert gewesen, wenn ich das jetzt irgendwo vergessen hätte. Und ich nicht mehr weiß, wo. So, machen wir mal bis zum Morgen. So. Stufe 25. Was machen wir? Schnelligkeit, Geschick und Intelligenz. Ja, machen wir. So. Sehr schön. Mehr Ausdauer und flotter sind wir jetzt. Wir sind mehr Ausdauer, ist klar. Weiß schon, ne? Was ich meine. So. Fortritt man. Da beug ich mich doch mal nach unten und zieh den Bogen. Hier sind mit Sicherheit Vampire drin. Der Typ da ist mit Sicherheit ein Vampir. Au! Ey! Ich glaube, ich sollte mal ausweichen. Einer noch. Jawohl. So, mit was hat er geschossen? Mit Ebenholzpfeilen. Das ist Luxus. Oh, wow. Oh, das war sogar... Au, sogar knapp. Oh nein, ist der runtergefallen? Nein! Vampir-Akrobat, siehste? Ich glaube, dann lassen wir das hier erstmal, denn, den können wir verkaufen. Denn irgendwann wollen wir uns ja auch nochmal Vampiren anschließen und wenn wir die jetzt alle ausrotten, ist das nicht so gut. So, das passt noch, das nehmen wir noch mit. ja. Ne, dann hauen wir hier ab. Raus hier. Oder? Es gibt doch... Oh. Oh, ich kann nicht. Ich kann nicht hier weg. Huch. So. Friss das.
friss das. Cool. Da drüben. Ich kann nicht anders. Es tut mir leid. Es wird mit Sicherheit noch irgendwo anders Vampire geben. Ah, scheiße. Stirb endlich! Scheiße. Blöder Vampirhexer. 3800, viel zu schwer. Den nehmen wir wieder mit. Schädel, Schädel, Schädel. Eine Truhe, die wir nicht öffnen können. Oh Mann. Vielleicht hätten wir erstmal die Tüche kaufen sollen. Wäre gar keine so schlechte Idee gewesen. So, jetzt hier aber 100 Dietriche. Mann. Gibt's doch nicht. Quick Save. Oh, eine Ratte. Vorsicht. Extrem gefährlich. Zack. Oh. Einer noch. Jawohl. So, du hast doch bestimmt einen Silberlöffel dabei. Warum auch nicht? Warum hat der arme Wolf einen Silberlöffel dabei? Muss man nicht verstehen. Vor Redman Hall of Judges. Da schleichen wir erstmal und verpassen dem einen Schleichangriff. So, einer noch. Komm her, du Alte. Au! Au! Ey! Ihr Penner! So, wo ist sie hin? So. Frechheit. 7 Glaspfeile. Vampirstaub. Ein Dietrich. Yay! Haben wir den getötet? Ach nee, es war sie, okay. Auch nicht schlecht. Und... jawohl, geil. Sehr cool. Jetzt haben wir sogar schon 2 Dietriche, mein Gott. Was? Interessant. Sieht übrigens schmerzhaft aus. So, können wir unsere Dietrich-Anzahl hier vermehren? Sehr schön. Haben wir schon 3. Es wird, Leute, es wird. So, Glasbogen brauchen wir nicht. Dann gehen wir hier lang. Na komm. Komm, put, 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 put. Warte mal. Meinst du, das bringt dir was? Deine blöde Unsichtbarkeit, oder was? Ja! Vampiragent. Sagen wir immer... Vampirstaub.
Da ist noch irgendwas. Oder irgendwer. Ein Wolf. Na, wenn es sonst nichts ist. Eine ausgelöste Falle. Ist hier immer Schluss? Oh. Das ist bestimmt der Vampir-Großmeister. Dem verpassen wir eine. Und jetzt Nahkampf. Zeigt mir, was ihr da habt. Ich hab gar nichts. Sag ich doch, Vampir-Patriarch. Oh, du Blödmann, komm her! Nein! Komm schon! Scheiße! Er macht uns fertig. Jetzt kann ich mich wieder bewegen. Jawohl. So, hat er wirklich Detraprostanisch? Aber den haben wir, glaube ich, schon. Ich glaube, wir haben schon. Oder? Ich bin mir unsicher. Wir hatten. Wir hatten welche in der Zuflucht aufbewahrt. Ich weiß aber nicht. Warte mal. Das Ding wiegt natürlich 60, das ist viel zu viel. Na komm, wir lassen es liegen. So, was haben wir hier? Galerion der Mystische. Aha. Interessant. Lassen wir liegen. Hier auch noch. Ah, Mist. Bin so doof. Laufe ich nochmal in die Falle. Kleiner Seelenstein. Nein, 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 nein. So, jetzt müssten wir vielleicht mal einen Trank nehmen. Es sei denn, hier ist nichts mehr. Grenze, Eroberung. Okay, hier ist nichts mehr. Nur doch Truhen. Schlüssel für Retten, rosa Sehnstein, ein Gold, jawohl. Stab der Besänftigung. 10. Ah, das haut noch hin. Das haut noch hin. Ach du Scheiße. Wer liest denn das? Bitte, wer liest das? Ich glaube, ich würde es noch nicht mal lesen, wenn ich das privat spielen würde. Oh. Warte mal. Ah, okay, das ist die Abkürzung da draußen. Bist du eine Abkürzung? Jawohl, du bist eine Abkürzung, sehr schön. Aber, Moment. Bevor wir da lang gehen. Guck ich nochmal da oben. Ein Geheimraum hier, hä? Geil. Echt geil. Funktioniert gut. Auch mit 4 Dietrichen. So. Aber eine schwierige Truhe kriegen wir damit wahrscheinlich nicht auf. So, warte mal, hier waren wir schon. Hier geht es jetzt runter zu dem Patriarchen. Da ist er. Genau, gut. Na komm, gehen wir halt von hier aus zurück. Sind wir hier richtig? Ich glaube schon, ne? Ich glaube schon, jawohl, da geht's lang.
Dann hier so. Dann dort. Und hier. Sind wir richtig? Wir sind richtig. Okay. So, da hinten ist noch ein Nierenwurz, sehe ich gerade. Noch irgendwo einer? Na gut. So, aber bla bla bla, Lea Wien. Da sind wir ja bald, ne? Das ist ja schön. Das ist ja hervorragend. Nur haben wir keinen Questmarker, heißt, wir müssen das Haus selber finden. Aber gut, das werden wir schon hinkriegen. Da ein schwimmender Gaul. Was ist denn hier los? Warum? Der arme Gaul. Ich kann ihm noch nicht mal helfen. Er sieht schon total fertig aus. Wohl doch, wir haben hier einen Questmarker. Der uns aber nach Bruma führt. Ach, der ist bestimmt dahin gereist, nach Bruma, das kann sein. Und dann kommt er wahrscheinlich erst in, was weiß ich, ein paar Tagen hier zurück nach Lea Wien. Aber gut. Da machen wir uns dann in der nächsten Folge Sorgen drum, würde ich sagen. Also, bis dann, ciao!